Hallo, mein Lieben, und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zum kleinen letzten Infovideo auf meinem Channel für das Jahr 2022. Bevor das Video aber losgeht, zwei kleine Dinge. Das erste ist, ich habe das Video selbstverständlich wieder in der Timeline unterteilt. Sobald ihr da auf einen Part keinen Bock habt, weil ich habe das Video in mehrere Parts unterteilt, dann skippt gerade weiter und dann könnt ihr euch von den Rückblick zum Beispiel zum Ausblick könnt ihr euch direkt gleich hinklicken. Oder ich beantworte dann die Fragen, dann könnt ihr auch gleich auf Part 3 klicken. Alles kein Problem. Und beim zweiten, wenn euch das Video gefallen hat und ihr habt Bock auf weitere Infovideos bzw. weitere Gameplay-Videos bei mir auf dem Channel, dann würde ich euch ganz, ganz herzlich um etwas Unterstützung bitten, lasst gerne einen Daumen nach oben da und teilt das Video, soweit es euch möglich ist. Herzlichen Dank und jetzt geht's rein. Mein Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich, dass ihr wieder reinschaut. Das Video, das kurze Infovideo, was heißt kurz, habe ich in drei Parts unterteilt. Das erste ist der Rückblick auf 2022. Das nächste ist der Ausblick auf 2023. Und im letzten Part beantworte ich einige Fragen von euch, die mir immer wieder im Discord gestellt werden. Und dann möchte ich auf der rechten Seite noch einige ganz, ganz kurze Dinge mit euch besprechen. Okay, dann würde ich sagen, wir starten jetzt rein. Und los geht's. Okay, der Rückblick 2022, da läuft mir es immer noch eiskalt den Rücken runter, weil ganz am Anfang des Jahres 2022, am 1.1. kann ich mich erinnern, da habe ich ein Bild, vielleicht schaffe ich es noch einzublenden, da habe ich mit 53 Abonnenten bin ich ins Jahr 2022 gestartet. Und das Ende des Jahres 2022 seht ihr jetzt, ich habe jetzt ungefähr, das Video habe ich ja aufgenommen, am Abend des 3.12., da habe ich jetzt über 1270 Abonnenten. Ich weiß gar nicht, was da passiert ist. Wahnsinn, wie viel hier Leute mich abonniert haben, die Glocke aktiviert haben, immer wieder mir Nachrichten geschrieben haben, Likes verteilt und so weiter und so fort. Also der absolute Wahnsinn. Ich habe das alles euch zu verdanken. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist eigentlich meine Leidenschaft mit euch geteilt. Nicht nur beim Gameplay, sondern auch, was mir ein ganz kleines Steckenpferd mittlerweile geworden ist, auch über die Mods einige Spiele so weit erweitert, dass es für mich ein noch besseres Spielerlebnis ist. Und ich habe festgestellt, es ist auch für euch ein viel, viel besseres Spielerlebnis. Was gab es noch? Sehr, sehr viele Spiele haben wir gespielt dieses Jahr. Sehr, sehr viele, ja, wie soll ich das sagen, Neustarts haben wir gemacht. Gerade eben in der Grounded Season 4 drin. Das ist so ein bisschen zurzeit mein absoluter Favorit. Man kann sich da sehr, sehr kreativ ausleben bei dem Spiel. Erlebt jeden Tag was Neues und ich gebe mir da unheimlich viel Mühe. Und ganz, ganz ehrlich, die Gameplay-Folgen der letzten Zeit sind schon zeitmäßig ein bisschen ausgeartet, aber wenn ich da so zwei, drei Dinge mit euch vorhab, dann werde ich die nicht nur am Anfang der Folge immer anteasern, sondern ich werde es auch ganz klar hier durchziehen. Und dann dauert halt mal so ein Video erstmal so eine knappe Spielfilmlänge. Ich hoffe, ihr seid aber nicht böse drum, aber ich finde, gerade bei Grounded ist das so eine Sache, so eine 20 Minuten, 30 Minuten Video, da kommt man dann so schnell aus dem Kontext wieder raus. Und ich schätze mal, wenn man dann eine Stunde bzw. eine anderthalbe, das schon ein bisschen, schon auch für meine Verhältnisse ein bisschen extrem lang geht, kann ich euch da viel, viel besser mit reinnehmen. Ich kann euch da viel, viel besser mitnehmen. Und der eine oder andere feiert auch diese extreme Länge, weil ich habe letztens festgestellt, alleine in der Megabaufolge bzw. In der Folge gestern, in der Folge 58, Licht ins Dunkel, ich nehme sie ja heute auf am 3.12. Und das kommt ja dann morgen am 4.12. raus, also der Folge gestern, Licht ins Dunkel, ihr könnt es euch gar nicht vorstellen, da habe ich schon, ich habe die Folge 18 Uhr, wie immer, geht es bei mir online und jetzt ist es 23.07 Uhr und ihr habt tatsächlich schon knappe 10 Stunden Watchtime habt ihr mir gegönnt. Das heißt, ihr habt ein bisschen Werbung von mir mit angeguckt, ihr habt euch da inspirieren lassen und ich denke mal, ich habe mir da nicht nur alle Mühe gegeben, sondern ich habe die Basis so weit wie es geht richtig schön mit Licht versehen. Das ist jetzt so ein bisschen so mein Steckenpferd. Nächstes Jahr um die Zeit hoffe ich mal, dass wir hier noch an genau derselben Stelle stehen, dass ich euch auch noch mit Informationen oder mit dem Rückblick auf 2023 versorgen darf, beziehungsweise auf den Ausblick für 2024. Was ist noch passiert, meine Lieben? Wir haben ein sehr, sehr großes Discord mittlerweile. Das möchte ich auch noch abschließend in Part 3 mit euch besprechen. Da sind mittlerweile über 100 Leute drauf. Der absolute Wahnsinn. Die einen dann immer eine Frage haben, immer mal Hilfe brauchen und so weiter und so fort. Das sehe ich auch alles ein. Aber
Ich möchte das Discord ein bisschen umgestalten und ich möchte meinem Discord hier mit euch zusammen, selbstverständlich, wenn ihr da Bock drauf habt, in ganz, ganz kleines bisschen Leben einhauchen. Was gab es noch so weiter? Die Spiele, wir haben sehr, sehr viel The Legend of Zelda gespielt, wir haben sehr viel XCOM gespielt, XCOM 1, XCOM 2, das XCOM 1, dieses Projekt hängt immer noch in der Timeline, da habe ich noch zwei, drei Probleme an diesem Spiel, aber keine Angst, wenn, dann schreibe ich die Modder persönlich von XCOM Longbar der Version 1.1 mal an und frage die bzw. und klär das mit denen, weil es gibt immer noch zwei, drei Dinge, wo eigentlich das Spiel komplett festhängt, aber ich denke mal, dass wir dann Anfang nächsten Jahres durchstarten können. Soweit ich das spielen kann, werden wir dann zwischendurch immer mal die erste Mission mal spielen können. Da freue ich mich riesig drauf. Das war aber schon zum Ausblick. Dieses Jahr ist dann noch sehr, sehr viel passiert. Ich habe viele neue Leute kennenlernen dürfen. Also wirklich absolut fantastisch viele. Nicht nur in den Kommentaren, sondern bei euch auch im Discord, im per PN und so weiter und so fort. Selbst auf Facebook, mein kleiner Facebook-Channel, den habe ich ein bisschen wieder reaktiviert. Da habe ich auch mittlerweile meine Freundesliste ein ganz kleines bisschen erweitern können und so weiter. Also das verdanke ich nur euch. Und deshalb möchte ich sagen, Rückblick 2022 ist hiermit abgeschlossen. Ich möchte auch nicht viele Worte darüber verlieren. Ich gucke lieber nach vorne, bin da eher so ein offener Mensch. Und ich würde sagen, vielen Dank für 2022 und wir gehen zusammen in 2023. Der zweite Part, meine Lieben, 2023 ist eigentlich relativ schnell abgehakt. Zocken, 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 mit Mods, mit Mods, mit Mods. Nächste Woche Freitag wird ja das letzte große Anno-DLC des aktuellen Season Passes enthüllt. Aufstieg in der neuen Welt. Das ist noch ein riesengroßes Pack, was da auf uns zukommt. Ich denke mal, da wird auch dementsprechend werden die Mods wieder ein bisschen durcheinander geworfen. Deshalb seht man es bitte nach, wenn ich gegen Ende der nächsten Woche mich da wirklich auf diese Mods fokussiere. Und sobald einige Mods dort online sind, werde ich das selbstverständlich wieder in Mod-Video rausbringen. Ausblick 2023, wir werden Command & Conquer extrem vertiefen, wir werden Command & Conquer wirklich suchten, wir werden dort reingehen. Ich behalte das so weit vor wie jetzt. Ich werde da zwei, beziehungsweise wenn es die Zeit wirklich hergibt, werde ich da sogar drei Videos produzieren, beziehungsweise euch in der Woche präsentieren, weil das Spiel macht zurzeit so einen Bock. Ich schaffe es aber wirklich zeitlich nicht aufzunehmen. Was hätten wir noch? Ich sag mal, die Raft, die neue Season ist gestartet, die neue Staffel, das würde ich auch so beibehalten, maximal ein, zwei Folgen in der Woche, dafür ein bisschen längeres Gameplay. Jetzt Richtung Weihnachten kann ich euch auch gleich sagen, als Ausblick, schon mal von jetzt, als Ausblick, die Folgen werden jetzt Richtung Weihnachten etwas kürzer, das ist ganz einfach dem geschuldet, weil der Zando mit seiner Familie über Weihnachten nicht da sein wird, der kommt erst am 28. wieder, das heißt, man kann erst am 28. wieder weiter aufnehmen, weil das ganze Equipment, was hier so rumsteht, das steht halt nicht überall rum und deshalb würde ich sagen, ich mache jetzt von jetzt an ein bisschen kürzere Videos, aber dafür präsentiere ich euch auch über die Weihnachtszeit selbstredend Mod-Videos, Gameplay-Videos und alles, woran ihr so gewöhnt seid hier bei mir auf dem Channel. Was gibt es noch weiter im Ausblick 2023? Ich werde euch diese Woche Freitag, habe ich das schon mal ganz kurz angeteasert und zwar werde ich eigentlich ab nächsten Jahr erst jede Woche Freitag den sogenannten Strategiefreitag einrichten. Strategiefreitag halt bei mir. Egal welches Spiel und egal auf was ich Bock habe, ich werde das euch jeden Freitag präsentieren. Das kann Command & Conquer sein, das kann selbstverständlich XCOM 1, XCOM 2, das kann auch mal ein anderes Spiel sein. Wir haben jetzt hier aus der Strategie-Ecke, habe ich jetzt ein neues Spiel ausgepackt. Das wurde mir geschenkt, das kann ich schon mal vorteasern und das wird auch nächste Woche Freitag hier auf dem Channel online kommen. Ich bin gespannt, was er dazu sagt. Wir spielen das Tutorial im ersten Part und der zweite Part folgt dann eine Woche später. Das ist auch ein bisschen längeres Gameplay. Ich bin gespannt, was er sagt. Das ist so eine Mischung zwischen Anno und eigentlich irgendeinem richtig krassen Fallout. Also wirklich auch in der Postapokalypse ist eher auch eine Aufbausimulation bzw. Strategiespiel. Ich freue mich da riesig drauf und ich bin gespannt, ob ihr das genauso feiert. So, meine Lieben, jetzt geht's aber los. Ich habe mal insgesamt, ich habe mal insgesamt 9 Fragen rausgesucht, die schon wieder ein bisschen private Natur vom Zando reingehen. Aber wie gesagt, ich möchte euch mal kurz abholen, möchte euch mal nochmal da kurz mitgeben. Mitnehmen. Ich hatte euch ja gesagt, wenn ich so ein Informationsvideo mache, dann möchte ich ja euch ein ganz kleines bisschen Mehrwert bieten und auch dafür sorgen, dass sich vielleicht der ein oder andere so ein ganz kleines bisschen schmunzelt. Wir fangen mal an, okay? Ich würde dann mal sagen, wir beginnen von oben nach unten. Die erste Frage,
die gestellt wurde, ist: Trinkst du Alkohol? Also ganz ehrlich, wenn ich mal Alkohol trinke, dann eigentlich meistens, ja, meistens mal auf dem Weihnachtsmarkt, wie gerade zu der Zeit, aber dann halt auch nur ein Glühwein, weil beim zweiten, da könnt ihr mich dann nach Hause holen. Sonst trinke ich sehr, sehr gerne, ihr werdet jetzt wahrscheinlich lachen, aber sonst trinke ich sehr, sehr gerne entweder mal ein Weißbier oder ein Weißbier mit Cola. Das sind so meine alkoholischen Alternativen. Zu richtig harten alkoholischen Sachen habe ich mich nie persönlich hingezogen gefühlt, beziehungsweise früher zu den Jugendzeiten. Wer hat es nicht gemacht? Mal ausprobiert, mal richtig voll getrunken, waren wir alle. Aber danach habe ich durch alleine die sportlichen Aktivitäten, die ich danach betrieben habe zur Jugend, habe ich dem ganz, ganz schnell abgesprochen. Okay, mein Lieben, das war die Frage 1. Die Frage 2 ist: Bist du Fußballfan? Ja, ich war sehr, sehr großer, oder eventuell in Klammern steht noch, und welche Mannschaft, wenn es schon eine wäre. Also, ich bin Fußballfan, aber ich verrate euch mal nicht, welche Mannschaft. Ich bin und war zumindest ein Fußballfan. Jetzt habe ich dafür keine Zeit, weil, meine Lieben, wenn man kleine Kids zu Hause hat und, wie gesagt, und ein bisschen arbeitstechnisch involviert ist und auch YouTube nebenher macht, kann ich euch eins garantieren: Fürs Fußball bleibt dann leider gar keine Zeit mehr. Ja, also das ist tatsächlich so. Ich versuche ja schon immer mal, mir ein bisschen Inspiration zu holen, gerade Richtung YouTube. Versuche mir mal das ein oder andere Video von anderen Streamern, von anderen YouTubern anzusehen, gerade wegen Spiele oder wegen Modding. Aber das war es auch schon. Zu mehr habe ich tatsächlich keine Zeit. Okay? Machen wir mal dann: Was trinkst du sonst gerne? Ich kann euch sagen, was ich im letzten Jahr, beziehungsweise im Jahr 2022 oder im Jahr 2021, ist mir dieses Getränk das erste Mal angeboten worden. Und im Jahr 2022 habe ich das, glaube ich, extremst erweitert. Ich trinke sehr, sehr gerne Spezi. Das könnt ihr gar nicht vorstellen, aber das Ding ist so süß und da ist so viel Zucker drin. Und das merkt man dann wahrscheinlich nicht nur am Hüftgold, sondern das merkt man dann wahrscheinlich komplett im Körper. Deshalb muss man da immer ein bisschen haushalten. Deshalb, ich gönne mir dann immer mal nach einem Stream, zum Beispiel nach einem langen Stream mit euch zusammen, gönne ich mir dann immer so eine Flasche auf dem Balkon draußen. Oder ich gehe dann einfach mal irgendwann mal abend, wenn wir dann unterwegs sind, dann gehe ich halt mal in die Garage und gönne mir da eine Flasche. Aber sonst versuche ich das ein ganz, ganz kleines bisschen wieder hauszuhalten, weil ihr glaubt ja nicht, wie schnell man da zunimmt. Das ist ja unglaublich. Also der Zucker, der geht dort richtig vorwärts, ne? Okay, das war zur Frage 3. Was machen wir zur Frage 4? Hast du auch andere Hobbys? Ja, habe ich ja. Ich mache in letzter Zeit eigentlich, ich habe das von Anfang an schon gemacht, so als Jugendlicher. Damals, wo die PC-Zeit eigentlich anfing, habe ich so ein bisschen mit dem Magic's Music Maker angefangen, so ein bisschen selber Musik zu machen. Das habe ich immer noch ein ganz kleines bisschen so beibehalten. Mittlerweile, wisst ihr ja, habe ich ja schon so gegen Mitte des Jahres, hatte ich ja gesagt, ich habe ja schon eine Zwei-Channel bzw. einen Dritt-Channel aufgemacht. Da könnt ihr auch sehr, sehr gerne mal drauf gucken. Und auf dem Dritt-Channel, das ist eigentlich nur Zeit. Music and Mixes. Da befinden sich sehr, sehr viele meiner eigens kreierten Musikstücke drauf, beziehungsweise Musikstücke, die ich irgendwo hergehört habe und die mir einfach gefallen haben und die vor allen Dingen auch urheberrechtsfrei sind. Ne? Das muss man auch dazu sagen. Einige Lieder sind selbstverständlich gesperrt, sind urheberrechtlich geschützt, aber das betrifft dann wirklich nur die Mixes. Alle anderen Lieder sind dann eigentlich relativ claimfrei. Das heißt, ihr könnt selbst die Lieder, ich sage mal zu 95%, könnt ihr diese Lieder auch für eure Videos nehmen, für und so weiter und so fort. Also das ist alles kein Problem. Findet sich bei mir auf dem dritten Channel und diese Liste wird dann auch immer, immer erweitert. Je nachdem, ob ich mal wieder ein bisschen Zeit habe oder nicht. Das war die Frage 4. Die Frage 5, die kann ich auch gleich mal so beantworten. Das werde ich eigentlich nie verraten, außer, deshalb habe ich das mit den Gewinnern meines Gewinnspiels, meines 1000-Abo-Specials so ausgemacht. Meine Lieben, die fünfte Frage ist: Wo wohnst du? Ich kann die euch bedingt verraten. Ich möchte aber nicht ganz verraten, weil ich habe da gehört von einigen größeren Streamern, mit denen, also die eigentlich den Kontakt zu mir gesucht haben oder andersrum, habe ich dann festgestellt, es gibt einige, ja, es gibt einige Spezialisten unter euch, sage ich mal, die sich da draußen Spaß machen und halt mal dann ganz schnell 50 Pizzen an diese Adresse schicken. Und dann halt während des Streamens kommt dann halt so ein Pizzabote an, der klingelt dann halt und dann hast du halt mal dort 50 Kartons voll Pizzen stehen und weißt nicht, wer die bestellt hat, musst du aber bezahlen. Das ist dann immer so eine Sache, wo ich dann sage: Okay, kann man mal machen, ist vielleicht mal lustig, aber auf Dauer für so viel Geld auf keinen Fall. Und das kann ich mir dann beim besten Willen, kann ich mir das nicht leisten. Ich kann euch sagen, ich wohne in Deutschland und ich kann euch sagen, ich wohne in Baden-Württemberg. Und mehr möchte ich zu diesem Thema eigentlich nicht sagen. Ihr wisst jetzt warum. Es gibt da noch ganz, ganz andere Stories, die mir dann schon angetragen worden sind. Und ich möchte es ganz ehrlich, ich möchte es einfach vermeiden, weil
ich kann mir's gar nicht leisten. Ich müsste dann hier Bankrott anmelden oder so, Privatinsolvenz, irgendwas. So viel zur Frage 5. Beschreibe deine Jobs. Ich sag mal, die zwei Jobs, die ich ausführe, mein Hauptjob bzw. mein Nebenjob, mein Hauptjob ist eigentlich ganz, ganz schnell gesagt. Ich bin Abteilungsleiter eines mittelständischen Unternehmens hier bei uns in der Region. Wir arbeiten sehr, sehr viel für die Autoindustrie. Mittlerweile haben wir unser Portfolio ein bisschen erweitert. Mittlerweile gehen wir auch in die Holzindustrie rein. Und ich bin verantwortlich über computergesteuerte Maschinen, die nicht drehen, die nicht fräsen, sondern unsere Maschinen, die schleifen hauptsächlich. Und die haben ungefähr einen Warenwert von, was war das letzte, nicht, dass ich was Falsches sage, also wir haben zurzeit 15 Maschinen so, die ich betreue oder wo ich dann der Chef oben drüber bin, der Abteilungsleiter, und die haben ungefähr so einen Warenwert so zwischen, ich glaube so zwischen 8 und 11 Millionen Euro. Also dass ihr mal so ungefähr wisst, in welcher Größenordnung hier ich mich befinde. Deshalb haben meine Kumpels dann immer zu mir gesagt, Sando, mach das mit YouTube, du kannst das ziemlich gut erklären. Und deshalb wisst ihr jetzt, müsst ihr wahrscheinlich auch die, die es bis jetzt noch nicht gewusst haben, warum ich das teilweise so gut erklären kann, weil sämtliche Lehrlinge, die ich dort bekomme, die sind dann halt unter meiner Fittiche, und denen muss ich genauso beibringen, an diesen Maschinen zu arbeiten, wie ich euch hier beibringe, wie man Mods benutzt. Wisst ihr, was ich meine? Und mein zweiter Job ist auch ganz, ganz einfach gesagt, Tankstelle, Abend, 520 Euro Basis und für maximal, ich glaube, 15 Stunden in der Woche. Das war's. Mehr ist es nicht. Meistens dann halt abends, wenn halt kein anderer mehr Bock hat. Da bin ich dann meistens zur Stelle. Deshalb nehme ich dann meistens Abend auf oder meine Streams, die starten dann halt immer so zwischen 20.30 Uhr und 21 Uhr, weil ich bin meistens 19 Uhr, 19.30 Uhr zu Hause so in dem Dreh. Also es gibt dann mal einen Ausfall oder irgendwas anderes. Dann ist es halt so. Und dann nehme ich mir halt mal noch eine Stunde Zeit mit meiner Familie, esse gemütlich zu Abend und dann treffen wir uns zusammen und streamen. Meistens Freitag oder Samstag. Okay, das ist eigentlich schon die Frage. Das war die Frage 6 gewesen. Deine Träume mittelfristig. Da komme ich jetzt auch gleich dazu. Ich arbeite zurzeit ganz, ganz heftig an der Mitgliedschaft auf YouTube. Und zwar meine Träume mittelfristig ist endlich nächstes Jahr ein gescheiter neuer PC. Ihr könnt ja gar nicht sagen, wie alt mittlerweile meine Komponenten geworden sind. Ich habe die letzte Woche wieder ausgebaut. Da habe ich eben beim Wiedereinbau und beim Starten wieder solche Probleme mit XCOM 2 Long War of the Chosen bekommen, weil das sind Modifications, sobald man da irgendwas ausdreht oder irgendwas andreht oder irgendwas vergisst oder irgendwas wegklickt oder halt mal den Rechner im Tag einfach nur komplett auslässt, also so richtig vom Strom weg, da passiert irgendwas mit dem Spiel. Ich kann es euch nicht sagen, auf welcher Ebene, aber es ging halt wieder nicht an. Ich musste alles runterschmeißen, alles wieder hoch. Es ist so ärgerlich, und das wünsche ich mir für nächstes Jahr, dass, ich sag mal, vielleicht der ein oder andere von euch, der finanziell ein bisschen besser aufgestellt ist, die immer wieder fragen im Discord, Mensch, Sando, wie können wir dich unterstützen? Das, denke ich mal, wird Richtung Weihnachten, beziehungsweise ich möchte das dann offiziell anteasern ab dem 1.1. oder vielleicht auch im ersten Monat, dass hier dann bei Sando Spirit Gaming eine Mitgliedschaft möglich ist. Das wird in 3 Stufen passieren, das kann ich euch auch gleich sagen. Die erste Stufe für 2,99, die zweite Stufe für 9,99, und wer das ganze Programm haben will, der kann dann hier auch für 19,99 supporten. Ihr müsst es nicht machen, auch für die Leute, die finanziell nicht so gut aufgestellt ist, den kann ich garantieren, dass ihr immer den Content bekommt, den ihr bis jetzt auch so erhalten habt, dass ich alles so weitermache wie bisher. Nur die Leute, die mich da extra unterstützen wollen, habe ich so 2-3 Kleinigkeiten vorbereitet. Vielleicht immer mal jeden Monat so ein Video, was ihr dann extra einen Tag vor Ausstrahlung meiner Insgesamt-Community bekommt. Dann zum Beispiel extra einen Discord-Channel, wo ich dann zum Beispiel mal ein extra kleines Gewinnspiel mache für meine ganzen Unterstützer, oder extra mal 1-2 Bilder poste hinter die Kulissen. Zum Beispiel, dass ich hier zum Beispiel mal meine, ich arbeite ja hier nicht am normalen Schreibtisch mit so PCs, wie ihr das kennt, sondern meine PCs, beziehungsweise mein PC, mein Haupt-PC, der ist komplett im Schreibtisch integriert. Das könnte ich vielleicht mal so als Projekt ein bisschen vorstellen, mal so 1-2 Bilder schießen. Da tue ich immer mal dran feilen, da tue ich immer mal erweitern, optimieren und so weiter. Den Luftdurchfluss und dann mit Wasserkühlung und so weiter und so fort. Ich meine, wenn es euch dann interessiert, dann könnte ich da auch mal gerade für meine Unterstützer vielleicht auch mal so ein ganz kleines bisschen andere Fotos bzw. anderen Content hier mal rein, und vor allen Dingen hinter die Kulissen von Sando könnte ich dann euch mal anbieten. Soweit, so gut. Die 2-3 anderen Möglichkeiten, die hier noch da sind als Mitgliedschaft, gerade die kleinen Icons und so weiter und so fort, da bin ich gerade so ein bisschen am Tüfteln,
am Ausarbeiten. Ich zeige es euch mal kurz hier oben. Dieser Planet, den möchte ich sehr, sehr gerne beibehalten. Und der wird sich dann wahrscheinlich jeden Monat oder jedes Quartal, je nachdem, wie lange ihr mich dann unterstützen werdet oder unterstützen wollt, sozusagen. Die Spende ist ja kein Muss. Die ist ja wirklich nur, wenn es euch nichts ausmacht, beziehungsweise wenn ihr alles andere bezahlen wollt oder bezahlen könnt, entschuldigt bitte, und ihr dann sagt, Mensch, Zando Spirit Gaming hat vielleicht auch noch die 3 Euro im Monat oder die 10 Euro im Monat, die hat er definitiv verdient, weil der macht einen guten Job und der ist immer bei der Stange, der ist immer da und liefert immer den Content und deshalb unterstütze ich den ein bisschen dann selbstverständlich gerne und deshalb dieser Planet wird dann wahrscheinlich auch das Icon werden und das Icon ändert sich dann in der Farbe hier, ich schätze mal so jeden dritten Monat vielleicht oder so, mal gucken, was man da einstellt, so dass er halt, selbst wenn er dann kommentiert, so dass er dann immer so einen kleinen Planeten bei euch an der Seite habt und der sich dann je nach Mitgliedschaft, je nach Jahrgang, sage ich mal erstes Jahr, zweites Jahr, drittes Jahr, halt ein ganz kleines bisschen unterscheidet. Okay? Gut, das war halt so zur Frage 7. Den PC, wenn ich den dann zusammengebaut habe, beziehungsweise mir die Komponenten erworben habe, würde ich dann mit euch, weil ich habe es ja ein bisschen mit Hardware, würde ich dann mit euch in einem extra Stream zusammenbauen, weil ich habe mir da schon, von meinem Nachbar, der ist ja so ein kleines bisschen Fotograf nebenbei, und ich habe mir dann schon mal die eine oder andere Kamera organisiert und bis jetzt wollte er es eigentlich nicht zurück. Und wenn es dann zu so einem Livestream kommt, dann werden wir hier 2, 3 Kameras auf meinem Schreibtisch hier mal installieren. Und dann werde ich euch mal einen ganz kleinen Einblick von oben geben. Dann werde ich vielleicht hier oben mal eine kleine Kamera direkt an der Stirn installieren. Dann vielleicht gerade, wo ihr mich seht und so weiter und so fort. Und da bin ich mal gespannt, ob sich das so in die Tat umsetzen lässt. Habe ich bis jetzt auch noch nicht gemacht, aber ich freue mich da auch riesig drauf. Das war zur Frage 7. Beschreibe ein Ziel für nächstes Jahr. Ich habe ein Ziel für nächstes Jahr und zwar möchte ich, dass wir alle hier an derselben Stelle sitzen, vielleicht Richtung Weihnachten ein bisschen näher, aber ich möchte, dass wir alle gesund und munter durch das Jahr durchgehen. Ich möchte keine Wehwehchen hören oder kein irgendwie oder ne. Ich weiß, das nächste Jahr wird besonders hart, gerade wenn wir im Hinblick auf verschiedene Preise, explodierende und so weiter, Inflation, ihr wisst es ganz genau, aber ich möchte in jedem Falle, dass wir alle gesund bleiben. Das ist mein ganz, ganz großes Ziel für dieses Jahr. Was anderes kommt nebenbei, was anderes an, was anderes können wir eh nicht ändern, aber an unserer eigenen Gesundheit können wir und sollten wir in jedem Fall arbeiten. Okay? Das war die Frage Nummer 8 und jetzt die abschließende Frage Nummer 9. Zando, habt ihr Haustiere oder hast du Haustiere? Selbstverständlich haben wir Haustiere. Wie jeder, also eigentlich wie jeden Streamer oder jeden YouTuber, den ich bis jetzt so kennenlernen durfte und mit dem ich mich so mal so ein bisschen ausgetauscht habe, wir haben auch Katzen. Wir haben 2 Katzen, die sind alle beide 4 Jahre alt, die wurden uns von unserer Katzensitterin, wurden die uns empfohlen und das eine ist ein richtiger Rambo und die andere Dame, das ist so eine richtige, das war eigentlich meine Traumkatze, deshalb haben wir die 2 mitgenommen, die sind so komplett schwarz, richtig schwarz und hat richtig, richtig große dunkle Augen. Okay, meine Lieben, das sind die 9 Fragen, die ich jetzt hier damit beantworten konnte, beziehungsweise beantwortet habe. Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein bisschen mitnehmen, den einen oder anderen Schmunzler euch entlocken. Was gibt es noch zu sagen, meine Lieben? Bis hierher, wie gesagt, ab morgen oder ab übermorgen, ich habe es ja am Samstag aufgenommen, ab Montag gibt es den Content, den ihr verdient, den Content, an den ihr gewöhnt seid, Gameplay, Mod-Videos und so weiter und so fort. Vielleicht noch das ein oder andere Tutorial dabei. Ab Freitag ist so ein kleiner Strategietag dabei. Ich habe dann ein neues angezockt für euch vorbereitet. Das sind 2 Parts. Der erste folgt Richtung 3. Advent und der 2. Richtung 4. Advent am Freitag. Und da bin ich mal gespannt, was ihr auch zu dem Spiel sagt. Und wie gesagt, ich wünsche euch alle, sobald wir uns nochmal sprechen, sobald wir uns nochmal schreiben, die Leute, die es ja bis hierher angeschaut haben, denen wünsche ich ein wunderschönes Weihnachtsfest. Bleibt bitte schön gesund, kommt gut durch die Feiertage, genießt es bei eurer Familie, genießt das gute Essen, genießt die Zeit. Glaubt mir, das ist nur einmal im Jahr und diese 3 Tage sollte man in jeder Art und Weise mitnehmen. Falls ihr euch fragt, was der Zando macht, der ist im Ausland, der ist nicht mal in Deutschland, sondern wir fahren viel, viel weiter weg, ungefähr 750 Kilometer von meinem Wohnort aus fahren wir dann. Und ich sag mal, dort werden wir auch eine schöne Zeit haben. Wir werden Weihnachtsmärkte besuchen und wir werden mal komplett, ja, ich schätze mal, die ganze Freunde, Verwandte, Bekannte, die ganze Riege einmal durchmachen. Dann bis hierher gibt es eigentlich nichts mehr zu sagen. Wenn ihr noch irgendeine Frage habt oder wenn ihr noch irgendwas
irgendwas unklar ist oder irgendwas, jederzeit im Discord oder auch hier unten in den Kommentaren. Da ist sehr, sehr viel Platz, solange es sachlich bleibt und wie gesagt, kein direkter Angriff gegen mich, weil das bringt keinem weiter. Im Prinzip selbst mich nicht und euch auch nicht. Dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr da Kommentare verfasst. Haut in die Tasten und ich sag mal, alles Gute. Vielen Dank für alles für dieses Jahr. Vielen Dank für euren Support. Vielen Dank für eure Dutzende Kommentare. Mittlerweile sind es ja über hunderte Kommentare, über ihr hunderte, wenn nicht tausende Likes, muss ich ganz laut dazu sagen. Und den wahnsinnig über 1200 jetzt mehr entstehenden Abos muss ich mich auch an der Stelle nochmal ganz, ganz herzlich bedanken, weil ohne euch hätten wir hier dieses oder hätte ich hier dieses kurze Video, was heißt kurzes Video, hätte ich dieses Video hier eigentlich auch so nicht machen können, weil euch habe ich das zu verdanken. Übrigens, ganz zum Schluss, der eine oder andere hatte sich dann noch gefragt, das war dann vielleicht so die Frage 10 gewesen, wie sieht es denn aus mit dem Nebenjob? Könntest du dir jetzt mit den Einnahmen von YouTube, könntest du dir jetzt vorstellen, den Nebenjob an den Nagel zu hängen? Ich kann es euch mal jetzt so ganz offen und ehrlich sagen, nein. Und wenn ihr das warum wissen wollt, ist, weil ich dann ungefähr, wenn ich den Nebenjob an den Nagel hängen möchte und mit YouTube die Werbeeinnahmen und so weiter, wenn ich da meinen Nebenjob draus kreieren möchte, sagen wir es jetzt mal so, um euch weiteren bzw. noch mehr Content bieten zu können, dann müsste das ungefähr 13 mal so viel sein, wie es jetzt ist. Und das könnt ihr euch alle selber ausrechnen. Das sind dann ungefähr meine Werbeeinnahmen, die ich hier ganz normal durch YouTube jeden Monat bis jetzt die letzten 2 Monate bekommen habe. Dann, meine Lieben, vielen Dank fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr auch im nächsten Jahr bzw. auch bei den nächsten Gameplay-Folgen, bei den nächsten Mod-Folgen hier immer mal mit reinschaut, immer mal dabei seid. Gerne Kommentare schreibt. Ich freue mich auf alles, was noch kommt. Und lasst euch eins gesagt sein. Ich werde für die ein oder andere Überraschung hoffentlich auch nächstes Jahr sorgen. Dann alles Gute, meine Lieben, gute Zeit, bleibt schön gesund, euer Zanto und schöne Weihnachten. Ciao, ciao.